ein schönes Vogelhäusl, ein trauriges Thema irgendwie. Und das, ja, das hat schon lange in mir gearbeitet. Oder heute machen wir das einmal aus, vielleicht als Auftakt. Es ist ruhig geworden in unserem Land, in unserer Landschaft, auch in unseren Gärten ist viel ruhiger geworden. Weil man kann jetzt ganz, vielleicht plakativ sogar sagen, aber bewusst, von 10 Vögeln sind eigentlich nur mehr 2 oder hört man nur mehr 2 singen. Also die Situation der Vogelschwund in den letzten Jahrzehnten, man kann noch weiter zurückgehen, ist dramatisch. Und wir werden uns heute einfach anschauen, einerseits, woran das Ganze ein bisschen liegt, aber noch viel wichtiger, was können wir wiederum als Gartenbesitzerin oder als Landwirt, wie auch immer, als jemand, der ein paar Quadratmeter vielleicht nur zur Verfügung hat, was können wir tun, damit es die Vögel wieder besser geht. Ich habe mich ja da natürlich nicht ganz zufällig zu einem Vogelhäusl gestellt. Meine Oma hat ja immer gesagt, auf jeden Federl ein Auge. Also auf jeder Feder ein Auge haben die Vögel. Die haben uns natürlich schon von Weitem gesehen und sind alle abgehauen. Schau, da oben warten sie. 1, 2, 3, 4. Da sitzen sie, da denken sie, 5. Denken sie sich, schleicht euch bitte, ich habe einen Hunger. Nur so viel zum Vogelfuttern. Es wird ja auch, wie alles in unserer heutigen Zeit, ganz kontrovers diskutiert. Blödsinn, bla bla bla, hin und her, und dann fliegen schon die Fetzen. Das Vogelfuttern, nehmt euch diese Freude nicht, das gehört dazu. Es ist leider ein bisschen angekommen, es ist eine super Sache, aber das würde den Rahmen der heutigen Sendung einfach sprengen. Wir beschäftigen sich heute eben wirklich damit, welche 5 Sachen, ich nenne es jetzt einfach einmal 5 Sachen, können wir machen, damit wir Vögel wieder gut unterstützen können, damit wir was gegen dieses Artensterben da ein bisschen unternehmen können. Ja, da sind wir jetzt eine ganz ideal dörfliche Struktur in einem Dorf. Sicher ein altehrwürdiger alter Stall oder ein, wie sagt man in Deutschland, eine Scheune, eine alte Scheune. Da oben hängen sogar die Nistkästen. Das sind ja alte Bretter, schön hergewedert schon. Und viele Möglichkeiten, viele Nischen, wo sie Tiere verstecken können. Zum Teil ist das Holz schon ein bisschen marod. Da bilden sie dann Löcher, da können die Vögel wieder rein. Und da zum Beispiel, das ist so eine ganz eine dichte Rosen, die steht schon lange da, die schneit keiner. Super ideal, weil da können sie sich wieder verstecken. Da gibt es sogar welche, die da drin brüten können. Also sowas, an sowas fehlt es leider, weil einfach heute die Bauweise, die Architektur halt sehr glatt ist, sehr geschleckt. Es wird alles zugemacht, die Häuser werden alle isoliert, wärmegedämmt, da gibt es dann keine Nischen mehr. Und leider auch, muss man sagen, leider auch in den Dörfern heraus hat man irgendwie ein Problem mit alten Strukturen. Man rammt das alles weg, dass du nur so schaust, in einer Geschwindigkeit, wieso, weiß ich nicht. Gerade so alte Gebäude waren so extrem wertvoll und transportieren ja ein bisschen unsere Geschichte. Und da können sie natürlich eine Vielzahl von Tieren verstecken. Hallo und grüß euch einmal. So angekommen bin ich schon, dass ich das vorher vergessen habe. Wie konnte ich nur? Markus Burkhardt, euer Naturgartenexperte. Darf mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist einfach ein Thema, was uns alle massiv angeht. Und ich habe sinnbildlich, und so möchte ich in das Thema vielleicht einsteigen, hier eine Schüssel mit Vogelfutter, also mit Sonnenblumenkernen. Und stellt euch einfach einmal vor, wir sind momentan im Jahr 2021. Wir machen eine Zeitreise zurück ins Jahr 1821, also 200 Jahre zurück. Und das sind 100% des Vogelbestandes. In dem Jahr 1821 ist der Vogelwelt noch richtig gut gegangen. Und wir gehen einmal davon aus, dass der Bestand nahezu 100% war. Aber ihr wisst ja selber, der Bestand hat sich bis in unsere Zeit ganz, ganz dramatisch reduziert. Über das reden wir vielleicht am Schluss nochmal. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, wie die Jahre so ins Land gehen, verschwindet der Vogelbestand zusehends in unseren Ländern, muss man sagen. Das ist ja nicht nur ein Thema für
Deutschland allein. Und wir haben mittlerweile wirklich eine dramatische Situation. Ich habe es eingangs beim Vogelhäusl erwähnt. Man kann eigentlich sagen, von früher mal 10 Vögeln zwitschern heute noch mehr 2 in unserer Landschaft oder in unseren Gärten. Die Situation muss man differenziert betrachten, macht man heute nicht. Die Freiheit nehme ich mir raus, weil sonst sitzt man in 3 Stunden noch da. Es geht nicht alle Vögel gleich schlecht. Es gibt ein paar, die haben ganz massiv draufgezahlt, andere geht es nicht ganz so schlecht. Was ist denn das für ein Vogel hier? Mein Co-Moderator. Ah ja, du darfst mir dann die Nummern einstellen, ha? Okay. Das war ganz lustig. Genau. Und wir werden eigentlich in 3 Blöcken uns durch das Thema bewegen. Erster Block ganz ein bisschen allgemein, mit dem haben wir jetzt schon angefangen. Dann schauen wir uns ganz kurz so eigentlich die Hauptursachen an. Woran liegt es denn, dass unsere Vögel so rasant abnehmen? Weil das ist ja nicht so, dass ein paar Vögel weniger sind. Es ist wirklich massivst. Zum Teil haben wir 95% weniger von manchen Arten. Manche, wie gesagt, hat es nicht so schlimm erwischt. Die Hausgartenvögel im Großen und Ganzen sind ganz okay für die Populationen. Und dann das eigentliche Kernthema. 5 Dinge, die du daheim in deinem Garten machen kannst, um die Vögel zu unterstützen, damit es ja ein bisschen besser geht, was wir halt in unserem Rahmen machen können. Ein kleiner Hinweis zu unserem Shop. Gut, pflanzenmäßig wird jetzt wahrscheinlich, obwohl immer ein bisschen was bestellt wird, es ist ja in Deutschland ist so müde, aber wir haben auf alles Nützliches und Selbstgemachtes und Kulinarik haben wir jetzt -10% bis Ende Jänner. Vielleicht findet ihr euch was, das uns gefreien. Wir haben wirklich lässige Sachen drinnen, zum Beispiel so ein Glück. Pechsalbe, wirklich eine coole Geschichte, eine Pechsalbe. Was ich jetzt übernehme, in Zeiten wie diesen, es kann nicht schaden. Oxymel, eine ganz lässige, ganz eine natürliche Mischung, antiviral, antibakteriell. Man weiß es ja nicht. Man tut ja nichts Schlechtes damit, oder? Wenn es ein bisschen kratzt im Hals. Unseren Papiertopfmacher, den legendären. Ein Haufen Marmeladen, zum Teil so skandinavische Marmeladen, wirklich ein lässiges Sortiment. Dann haben wir da ein Waschtuch. Du kannst dich selber damit waschen. Aber wir nehmen es eigentlich mehr dafür her fürs Geschirr zum Waschen. Wirklich eine nette Tierchen. Macht die Schwiegermama übrigens. Vielleicht findet ihr euch was. War nett. Ich mache tatsächlich Werbung für Waschtücher. Sie sind lieb. Es ist ja so. Ich habe jetzt endlich einen Assistenten zur Seite. Das passt ganz gut, weil du hast Homeschooling. Jetzt machen wir Homeschooling. Ganz ideal. Dann werden wir mal die ganze Vogelwelt da durchackern und durchstreben. Das ist eh wichtig, dass ich heute einen Assistenten habe, weil sonst können die mich gar nicht mehr ausfallen. Oder Multitasking. Da muss ich dauernd die Vogelwelt dezimieren in ihrer Population. Da muss ich drucken und so weiter. Ganz kurz vielleicht noch mal Zahlen. Ich bin ja schlecht im exakt Zahlen merken. Aber ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass man sich ein bisschen eine Größenordnung vorstellen kann. In Deutschland sind, wie gesagt, ich habe es gerundet, um die 250 verschiedene Vogelarten. Von diesen 250 ist in etwa, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte, ist gefährdet oder steht auf der roten Liste. Zum Teil dramatisch in den Beständen gefährdet. Ungefähr 20% so in etwa ist stabil. Das bleibt ungefähr auf dem Niveau, wo es ist. Auch viel weniger als noch vor 40, 50 Jahren oder vielleicht sogar vor 200 Jahren war. Und 30% in etwa, denen geht es besser oder gut. Da fangen sie die Populationen wieder, zum Teil durch gezielte Schutzmaßnahmen und so weiter. Manche Vögel haben auch nie ein Problem gekriegt, weil sie halt solche Nischen besetzen, die für sie in Ordnung sind. Das ist einmal so ungefähr. Und seit den 70er Jahren könnte man in etwa sagen, im Jahr haben wir ungefähr wieder ein Durchschnittswert 1%, was Vogelschwund ist. Kann man jetzt sagen, naja bitte, 1%, hallo. Seit die 70er Jahre sind mittlerweile 30, fast 50 Jahre vergangen. So alt bin ich schon eigentlich, 50 Jahre. Das heißt, wenn ich 1% nehme pro Jahr, dann weiß man, was los ist. Also darf das einmal umlegen auf die menschliche Population. Was los ist, wenn ich nur sage, 1% Verlust pro Jahr. Wir bewegen sie in eine ganz andere Richtung. Das ist auch einer der Hauptprobleme global gesehen, jetzt die Bevölkerungsexplosion.
Ja. Das wären einmal so ganz, ganz, ganz allgemein einmal die Zahlen. Und es gibt einige so Hauptursachen, wieso die Vögel überhaupt abnehmen. Die werden wir jetzt abarbeiten. Sinnbildlich, glaube ich, passt das ganz gut. Mein Teller da, jetzt werden wir wieder einmal da ein paar Kerndeln, ein paar Arten, da wir jetzt wieder dezimieren, ist ganz gut sinnbildlich. Den Vögeln bricht sprichwörtlich die Nahrungsgrundlage weg. Sie haben nichts mehr zum Fressen, sie verhungern. Und das eigentlich schon jetzt viele Jahrzehnte. So richtig angefangen hat das so in die, würde ich mal sagen, 60er Jahre, 70er Jahre, wie es dann einfach wirtschaftlich richtig losgegangen ist, wie wir richtig durchgestartet haben, wo eine großzügige Umstellung war der Bewirtschaftungssysteme unserer Felder. Das heißt, es ist immer weniger Nahrung zur Verfügung. Einerseits sind die Insekten ganz massiv eingebrochen. Das, glaube ich, haben eh schon viel mitgekriegt, die da dauernd zuschauen. Und gleichzeitig finden sie auch nichts mehr auf den Feldern. Einerseits wird umgestellt von einer zweimatigen, A- bis zweimatig, wie es noch in den 60er, 70er Jahren war, auf 4 bis 5 Maten im Jahr. Das heißt, es sind keine Körner mehr da. Die Vögel haben einfach nichts mehr zum Fressen. Früher haben sie gigantische Flächen gehabt, was landwirtschaftlich als Wiese bewirtschaftet worden ist, wo sie halt übers Jahr immer wieder Gräsersamen gehabt haben, Blumensamen etc. Das hängt gleichzeitig natürlich ganz eng zusammen wieder mit den Insekten, denn wenn wir keine Wiesen haben, die sie entwickeln können, entwickeln sich auch viel, viel weniger Insekten. Dann wird natürlich massiv gespritzt in der Landwirtschaft, die Flächen sind monotonisiert und somit kann man sagen, hat das Nahrungsangebot zum Teil um 90% abgenommen seit die 50er, 60er Jahre. Also das ist unvorstellbar. Und klarerweise, das muss dann einen massiven Effekt haben oder einen massiven Einschlag auf die Vögelpopulationen. Und sie sind einfach schlichtweg verhungert. Das ist einer der Hauptursachen. Das Arge ist ja, dass diese uns so extrem wohlvertrauten Arten zum Teil ein Problem gekriegt haben, weil halt nichts mehr ist, wie es noch war vor vielen Jahrzehnten. Gebäudebrüter zum Beispiel, Schwalben, die brüten an Gebäuden, bauen sie da ihr Nest zu. Oder der allseits beliebte Haussperling, Hausspatz, die haben wirklich ein Problem. Dann, wenn es ist, ich weiß ja nicht, wo sie es wohnt, ob sie in der Stadt wohnt oder ob sie am Dorf wohnt, aber wenn sie am Dorf draußen wohnt, dann sind das diese ganz, ganz normalen Dorffegel, wie man so bei uns sagt, die Dorffegel halt. Was weiß ich, ein Feldspatz, also ein Feldsperling. Jetzt brauche ich die. Jetzt brauche ich meinen Assistenten. Endlich kommt er zum Einsatz. Bitte stell mir die Nummer 160 ein und drücke. Einmal lassen wir ihn noch schimpfen. So haben sie früher zu Abertausenden geschimpft in die 70er Jahre. Kennen Sie wahrscheinlich eh noch, viel erinnert, waren die Spatzen richtig. Das war eigentlich ein Schädling. So ist er wahrgenommen worden. Die Spatzen, die gehören weg. Die sind so viel, die fressen da alles weg. Das war damals wirklich so. Das, im allgemeinen Verständnis war der Spatz nichts wert. Die Leute haben sich geärgert, weil so viele Spatzen waren. Und heute sind sie weg. Also diese Feldhaussperlinge, oder Goldammer zum Beispiel auch, die sind in ihre Bestände wirklich geschrumpft. Aber auch die Zugvögel, da ist es wieder viel komplizierter. Da liegen die Probleme zum Teil dort, wo sie überwintern, irgendwo in Afrika, südlich der Sahara. Das ist weit weg, gell? Aber jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir richtig los. So, jetzt geht's los. Punkt 1, ganz ein wichtiger Punkt, ich brauche bitte meinen Assistenten dafür. Reiche mir bitte den ersten Teller als Sinnbild für unsere wunderbare Vogelwelt. Was haben wir da Schönes? Einen Spatz. Fast, es ist fast ein Spatz. Es ist die Goldammer auf der Wiese. Wirklich ein lieber Vogel, der eigentlich so zu den Dorfvögel zählt. In dem Fall wirklich ein liebes Bild zusammen mit der pfirsichblättrigen Glockenblume. So, Niklas, starte die Goldammer. Lass mal singen.
Der Punkt 1 ist eigentlich ein total einfacher Punkt. Alte Strukturen, also Dinge, die schon da sind, was meine ich damit? Eben einen alten Stall, einen alten Schuppen, alte Gebäude. Wenn ihr es vielleicht im Garten vom Vater oder vom Großvater eine alte Hütte habt, vielleicht wirklich ein paar Mal überlegen, bevor man diese Dinge alle wegreißt, weil das einfach sehr, sehr ideale Brutmöglichkeiten auch für unsere Vögel sind oder Verstecke bieten. Da können sie mal irgendwo einschlürfen. Oder genauso fällt da auch drunter Gestrüppe, nenne ich jetzt einmal bewusst so, wo sie sich verstecken können, wo sie reinkriechen können, wo es dicht ist, der schon 20, 30 Jahre wo steht, wo sie nie irgendwer geschert hat drum, wo es früher in jedem Dorf einen Haufen gegeben hat davon, in jedem Garten war das. Diese Dinge verschwinden aus unserer Landschaft. Das gibt es nicht mehr. Es will ja jeder alles ganz gepflegt, nenne ich jetzt bewusst einmal das Wort, weil es einfach nicht stimmt, das hat mit Pflege nichts zu tun. Die Dinge werden entfernt und weggeschnitten. Und das brauchen aber ganz viele Vögel, einerseits als Rückzugsort und eben andererseits auch überhaupt, um brüten zu können. Und diese Strukturen sind zum Teil noch vorhanden. Ganz ein kleiner Einwurf, dann machen wir den zweiten Punkt. Bei uns ist vor, ich weiß gar nicht, wie lange das aus ist, 15 oder 20 Jahre, ein uraltes Gebäude noch gestanden, ist dann geschliffen worden, oder sagt man geschleift? Ich weiß es nicht. Ist jedenfalls ist weggekommen und der ganze Ort ist dann vorgekommen, hat aufgeatmet. Endlich der letzte Schandfleck ist verschwunden aus dem Ort. Und so gehen halt wir, kann man fast sagen, landesweit mit unseren alten Strukturen um. Auch jeder will alles, was alt ist, wegreißen. Und was hingestellt wird, die neuen, ist halt die neue Bauweise, ist sehr glatt, ist sehr, wie soll man das nennen, ist eine richtige Barriere, da kommt nichts mehr rein. Und das war ganz was Einfaches. Einfach alte Strukturen wieder schätzen. Lasst sie stehen, wenn sie Gestrüpp habt, super. Wenn wo ein alter Stadel ist, freut euch, weil da haben solche Tiere Rückzugsmöglichkeit und haben Platz. So, der zweite Punkt, ein ganz einfacher Punkt, schafft den Vögeln in eurem Garten Nistmöglichkeiten. Nistkästen entweder kaufen oder selber machen, ist eine super nette Winterarbeit. Vielleicht machen wir mal einen im Winter, einen Nistkasten, war lustig. Vielleicht für die Spatzen, machen wir richtig Spatzenquartier. Ah ja, das war wieder mein Stichwort. Niklas, ich brauche bitte den nächsten Teller. Das ist ein Zaunkönig. Zaunkönig mit ja. Der Nummer 103. Wir brauchen die Nummer 103. Dann haben wir auch einen Sound dazu zum Zaunkönig. Schafft es eben Nistmöglichkeiten. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten der Nistmöglichkeiten. Ich würde heute gar nicht drauf eingehen. Da kann man sich dann extra mal beschäftigen, weil es so interessant ist. Es gibt Höhlenbrüter, Halbhöhlenbrüter, Nischenbrüter, Freibrüter. Es ist echt alles Mögliche. Man kann ungefähr sagen, genauso wie es bei den Wildbienen ganz viele verschiedene Arten von Nistmöglichkeiten gibt, gibt es auch bei unseren Vögeln. Das ist die Schöne und Interessante. So, jetzt machen wir da mal eine gute Stimmung. Der ist lieb, den hören wir uns noch einmal. Der ist so schön. Super, cool. Wirklich ein schöner Sound. Und sowas kann ich halt dann fördern, indem ich wirklich ganz einfach, wie man es früher eh viel gemacht hat, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, kommt mir vor, aber hängt einfach Nistkästen auf. Mit dem Thema werden wir sich sicher noch einmal auseinandersetzen. Spitzen, super Thema. Und allein durch diese Maßnahme fördert es natürlich schon in euren Garten die Vögel. So, jetzt sind wir beim Punkt 3. Ich muss jetzt, das war jetzt ein gutes Stichwort für mich, ich darf ihn nicht vergessen. Wir sind jetzt, sagen wir mal, jetzt sind wir wahrscheinlich in die 50er, 60er Jahre. Da werden wir da das Tempo ein bisschen anziehen, weil da war schon noch mehr Artensterben wie vorher. Und sinnbildlich, Niklas, bitte reiche mir das nächste Teller. Ein wunderbarer Vogel. Was ist? Es ist ein Distelfink. Der Distelfink oder der Stieglitz. Super Bild, wirklich ein schönes Bild, weil er da zusammen mit Disteln zum Sehen ist. Auf also wirklich Zweig. Da, wo er hingehört, auf dem Zweig, ja, sitzt er da. Der ist ja so schön,
so bunt, dass man kaum glauben kann, dass das ein heimischer Vogel ist. Schaut richtig exotisch aus und es ist unglaublich, aber wahr. Es hat 15 Jahre gebraucht, bis der Distelfink das erste Mal bei uns in den Garten zurückgekommen ist. Woran es wirklich liegt, weiß ich nicht, aber wir haben einfach geschaut, dass wir sehr viele Disteln auch im Garten haben. Und tatsächlich, der Distelfink kommt in Gruppen, in Partien, fliegen sie einer. Was haben wir da für eine Nummer für einen Distelfink? 167 braucht man, Niklas, dass wir da mal ein bisschen einen Sound dazu hören, wenn der Distelfink kommt. Und der braucht einfach diese Nahrung von den Disteln, die Samen oder auch von den wilden Karde mag er recht gern. Passt, machen wir mal eine schöne Musik zum Distelfink. Schön. Ein schönes Zwitschern. Nein, ich habe mich echt gefreut. Heuer waren es ein paar Mal da, ganze Gruppen haben sich dann aufgesetzt. Meistens waren es eben die Disteln. Auf die Eselsdisteln sind sie ganz gern gesessen. Und wo es heuer ganz viel waren, waren die Knauzien. Wenn die Knauzien Samen ausbilden, die haben es richtig angeklappt. Da war nichts mehr oben. Ich habe gar keine Samen mehr ernten können. Das ist dann schon super. Und der Punkt 3 ist eigentlich wieder ganz einfach. Setzt möglichst viele heimische Pflanzen in euren Garten. Sträucher, Bäume, aber auch dann die Unterpflanzung dazu. Das heißt, das sind dann die Stauden, die Mehrjährigen oder auch die Ein- und die Zweijährigen, ebenso wie Karden, Königskerzen, solche Sachen. Und die einfach zur Blüte gelangen lassen und zur Frucht. Und dann haben wiederum sehr viele Vögel eine Nahrungsgrundlage, weil sie ja diese Früchte noschen können. Oder eben unsere Vogelnährgehölze wie eine Eberesche. Das heißt, die sind einfach über die Jahrtausende, zum Teil kann man sagen, Jahrhunderttausende, Millionen Jahre, haben sie die miteinander in der Evolution gemeinsam entwickelt. Und die sind irgendwo, die haben Wechselbeziehungen, die sind voneinander abhängig. Das heißt, je mehr heimische Pflanzen, desto mehr unterstützt die eigene Vogelwelt auf vielen verschiedenen Ebenen. Sie finden wieder Nahrung, aber nicht nur die Nahrung, die die Pflanze selbst bildet, sondern wenn sie es für heimische Pflanzen setzt, ganz genau, darauf will ich hinaus, dann haben wir wieder viel mehr Schmetterlinge, Raupen, Insekten und das ist einfach auch eine Hauptnahrungsquelle unserer gefiederten Lieblinge. Läuse zum Beispiel und solche Sachen brauchen die Meisen wieder ganz dringend. Also ihr seht, da könnt ihr wirklich ganz einfach, da braucht man kein riesen Know-how haben, einfach heimische Sachen setzen. Punkt, fertig. Ja, Niklas, du kannst einmal die Nummer 107 suchen und dann brauche ich einen Teller und ich muss mit unserem Artensterben da immer so ein bisschen weitermachen. Schau, das ist so, das Artensterben ist so extrem, dass ich meinen Teller gar nicht fertig bringe bis zum Schluss. Und den nächsten Teller brauche ich, weil jetzt sind wir ja schon bei Punkt 4 von unserer Punkteliste. Bitte reiche mir endlich den Teller. Was haben wir für einen Vogel? Das ist der Rotkehlchen. Das Rotkehlchen, genau. Ich glaube, das kennen so gut wie alle. Wirklich ein wunderschöner, ganz ein lieber Vogel. Was haben wir für eine Nummer? 107 brauchen wir da aus Geräusch dazu. Ein liebes Bild. Zusammen mit den Frühjahrsblühen, mit Leberblümchen. Schaut, da haben wir schon wieder. Gestrüpp. Genau das brauchen wir. Gestrüpp. Da können sie sich verstecken. Da fühlen sie sich wohl. Das taugt er. Und eigentlich habe ich unter dem Punkt, aber zuerst hören wir uns an, darf ich sagen. Machen wir mal das Geräusch. Go. Nochmal. Wunderschöne Musik. Eigentlich ist der Punkt 4 ein Sammelpunkt, da habe ich mehrere eingenommen. Ich nenne einfach überschriftsmäßig Naturgarten. Elemente aus dem Naturgarten, Blumenwiese, Wasser und Hecke, nenne ich es jetzt einmal. Das sind so drei typische Elemente, die in einem Naturgarten, wenn irgendwie möglich, vorhanden sein sollten. Blumenwiesen, eh schon wieder klar, das Thema heimische Pflanzen. Ihr habt wieder viel mehr Insekten durch diese Blumenwiesen. Das zieht diese Vögel magisch an, das brauchen sie. Wasser ist immer ein Thema, einerseits zum Trinken, ist klar. Wasser ist aber gleichzeitig immer ein Magnet fürs Leben. Mit Wasser bringst du Leben in deinen Garten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und dritter Punkt, Hecken. Lieber, sage ich jetzt einmal, nur eine Hainbuchenhecke ist immer
auch wenn es geschnitten ist, schon mal besser, als wenn nur irgendein Maschendraht oder sowas. Das Ärgste, was es jetzt gibt, bitte, ist, kennt ihr es sicher, ich hoffe, ihr habt es nicht da an, sind diese, diese Doppelstabzäune, wo man dann die Plastikschleifen einflecht. Ich meine, was soll das? Was soll das? Wie kann man sowas machen? Ich habe mich Gott sei Dank 20 Jahre lang, ich habe das nie gemacht. Ich habe es immer erfolgreich abgewehrt. Ein Stabzaun, okay, macht er den. Ist eine Barriere, kann man ja dann zusetzen. Aber ein Plastik einflechten, das aus. Macht sowas möglichst nicht. Wenn ihr es schon gemacht habt, ups, sorry, dann reißt ihr das Plastik wieder raus und dann setzt ihr es zu mit richtig wüden Streicher. Wenn euch das zu wild ist oder wenn ihr den Platz nicht habt, setzt wenigstens von mir aus immer Heimbuchen, Hecken, auch Rotbuchen, Eiben. Ihr habt so viele Möglichkeiten mit heimischen Pflanzen. Und auch wenn es geschnitten ist, auch in einer geschnittenen Heimbuche, zum Beispiel wie es ich habe, das ist ein Wahnsinn, wie viele Vögel da drinnen brüten. Das taugt ja. Da können sie sich verstecken drin, da kommen sie rein. Wenn ich vorbeigehe, da ist ein Wuseln und ein Wurlen alle drinnen. Und noch viel mehr macht es natürlich mit einer gemischten Hecke. Da können auch viele Sachen drinnen sein, wo sie wieder was zum Fressen haben. Da können sie sich verstecken und wir freuen uns, weil es über das Jahr einfach viel verschiedene Blüten und dann vielleicht auch Früchte tragt. Also das waren so Naturgarten, einfach Elemente des Naturgartens einbauen in den eigenen Garten. Nummer 5. Schau, es läuft wie am Schnürchen. Was haben wir da für einen schönen Vogel? Die Tannenmeise. Es ist die Tannenmeise. Ein herrliches Wesen. Wir nehmen das jetzt einfach sinnbildlich für alle Meisen. Den Meisen geht es ja zum Glück eh nicht so schlecht in unseren Gärten. Die fühlen sich da wirklich wohl. Ich habe heuer auch einige Brutpaare gehabt. Dann machen wir uns gleich einmal eine Musik, würde ich sagen. Wir brauchen eine Meisenmusik. So zirpen sie immer die Meisen. Ja, und unser Punkt 5 ist eigentlich ein Punkt, den man normalerweise gar nicht erwähnen dürfte. So einfach ist der. Nehmt kein Gift im Garten. Ist eh logisch. Ich glaube, das hat sich jetzt schon, das Bewusstsein hat sich speziell bei den Gartenbesitzern in den letzten Jahren immer mehr verbessert. Auch durch diverse Aktionen und auch in den Medien wird das immer mehr transportiert. Klar, auf der großen Skala landwirtschaftlich ist da noch immer viel zu machen, dass einfach diese Gifte rigoros verschwinden aus unserem Leben eigentlich. Wir sollten einfach danach trachten, möglichst schnell keine Gifte mehr zu verwenden. Es ist einfach ja, absurd. Und du unterstützt natürlich, indem du keine Gifte nimmst. Übrigens zu den Giften zähle ich auch in dem Fall jetzt an Kunstdünger, also künstlich hergestellte Dünger. Erstens sind sie sehr scharf, ganz, ganz energieaufwendig in der Herstellung und sind einfach nicht gut für die Böden. Es ist völlig unnötig. Meistens ist Düngen sowieso unnötig, eigenes Thema. Aber diese Kunstdünger zerstören euch langfristig die Böden in ihrer Struktur. Lasst das Zeug weg, nicht mehr nehmen, entsorgen, Sondermüll. Schlimmstenfalls, wenn man noch einen Sack daheim hat, dann darf es ihn nicht ausbringen, sondern entsorgt ihn wirklich. Kann man ja machen. Also keine Gifte verwenden. Eh klar sind wieder die üblichen Themen, wer Gift im Garten verwendet, tötet Insekten, tötet Kleinstlebewesen. Diese Dinge sind miteinander verkettet, das sind Nahrungsketten. Wenn ich bei jeder Laus einen hysterischen Anfall kriege und ich weiß, dass die Menschen hysterische Anfälle bekommen, ich habe 20 Jahre als Gartengestalter gearbeitet und unzählige Anrufe bekommen. Sie haben mir mit dieser Rose... Das sind Läuse oben. Die Rose, die sie gesetzt haben, das sind Läuse oben. Was machen wir jetzt? Ich habe dann gesagt, okay, ich werde die Läuse nachverrechnen. Ich habe es bei der Rechnungslegung vergessen, dass Läuse schon oben sind. Es ist nicht oft gelacht worden. Aber gefreut euch, wenn ihr Läuse habt, wartet einfach ein bisschen ab. Die Läuse werden meistens wirklich relativ flott geholt, eben sehr gern von den Meisen. Die füttern wiederum eher Brut damit, also Lais sind kein Thema. Und wenn die Lais einen Strauch auffressen, dann hat er Pech gehabt, ganz einfach der Strauch. Dann hätte er keinen Strauch werden dürfen. So ist es im Naturgarten. Nicht immer ganz lustig. Wie habe ich das letzte Mal gesagt?
Leben und Leben lassen, größte Lüge im Naturgarten ist fressen und gefressen werden. So ist es im Naturgarten. Nein, da braucht man sich nichts denken. Einfach abwarten und sobald ich ein Gift nehme, störe ich diesen ganzen Kreislauf massiv, mache irrsinnig viel kaputt und es ist nicht nötig. Was hätten denn die Leute Jahrhunderte vorher gemacht? Was hätten sie gemacht, bitte? Sagt es mir. Also, es geht wirklich ganz gut. Oder viel, viel besser ohne Gift. Ganz ein einfacher Punkt. Jetzt gibt es aber einen schönen Gruß nach Husby. Ich weiß nicht, ob es so ein winterliches Wetter habt ihr mir. Deshalb haben wir uns in diese Kulisse gestellt. Und es gibt einen schönen Gruß bzw. Geburtstagsgrüße an ein Kind der 70er, so wie mir. Der Marco, der wird noch wissen, was heißt, wenn die Windschutzscheibe vollgeklebt ist mit Insekten. Ich wünsche dir einen schönen Geburtstag. Hab eine schöne Zeit. Feiert schön, macht es gut. Freut mich, dass du euer dabei bist. Ciao, servus. So, wir sind am Ende angelangt, um den Kreis zu schließen. Mein Sohn heißt Noah, der älteste Sohn, weil mein Lieblingsbuch als Kind war immer Arche Noah. Das hat mich einfach total fasziniert. Und vielfach hören wir ja immer, was willst du machen in einem Garten? Das ist ja völlig sinnlos, was zu machen. Was willst du als Einzelner ausrichten? Da müssen erstens einmal alle anderen anfangen, bis wir selber was tun. Und es ist eh wurscht, es ist eh schon alles spät. Ich bin ganz fest der Überzeugung, so ist es nicht. Nämlich allein die Summe aller Gärten zusammengenommen ist nicht so wenig. Ich glaube, in Deutschland sind es 4-5%, was die Privatgärten ausmachen mit den Schrebergärten und so weiter. Das ist eine Menge. Wenn da alle, ist natürlich Utopie, alle werden es nie machen. Aber je mehr Naturgärtner dabei sind, Naturgärtnerinnen, desto besser wird es und dann haben auch unsere Vögel wieder viel mehr Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur so dahingesagt, unsere Gärten sind oder sollten eine Art Arche sein. Ich glaube, man darf da wirklich so ein bisschen überheblich das so bezeichnen, wenn man Naturgärten hat, weil sie einfach ganz ein wertvoller Rückzugsort für heimische Pflanzen und Tiere sind. Und gut, das ist natürlich eine Hoffnung für die nächsten Jahrzehnte, dass man einfach das ganze andere, wir wissen ja, es ist schwierig, dass man das ändert, aber zumindest über diese Jahre können wir für diese Tiere oder für einen zumindest gar nicht so kleinen Teil von Tieren einen gewissen Rückzugsort im Garten schaffen. Ich weiß es, es ist nicht alles möglich. Ein Luchs werde ich nicht im eigenen Garten haben, ein Wolf eher auch nicht, Biber ist wahrscheinlich auch schwierig. Aber zumindest bei unseren allerwelt Singvögeln, auch der Niklas Siri, hat das Artensterbenskarussell da jetzt fast zu Ende getrieben. Ja, jetzt passt's. Und das nehmen wir ich jetzt da. Sinnbildlich, die kleine Hand, die ist noch über. Von unseren 100% Vögel, die wir gehabt haben vor 200 Jahren. Und auf die, glaube ich, sollten wir gut schauen. Alle miteinander. Und was gibt es einfacheres? Gesundheit! Und? Warte mal. Eine kleine Bücherauswahl habe ich euch noch hergekriegt. Es gibt wirklich mittlerweile Spitzenbücher zu dem Thema. Früher waren es ja reine Bestimmungsbücher, da ist jetzt nicht viel irgendwo Hintergrundinfo dazu gewesen. Aber ich kann mich gut erinnern, bei uns daheim, wir haben immer rausgeschaut aus dem Fenster im Winter, wenn dann irgendein Vogel war, den man nicht kennt hat, entweder Oma oder Opa haben dann das Buch geholt, dann haben wir geschaut gemeinsam, war immer lässig, waren schöne Stunden, die wir da verbracht haben miteinander. Also man kann sich echt gut in die Materie vertiefen, es ist ein wirklich interessantes Thema. Also stellt ein Vogelhäusl auf, da orientieren wir sich gern an unsere Eltern und Großeltern, damals war das richtig eigentlich. Es hat keinen gegeben, der kein Vogelhäusl gehabt hat. Das ist ein bisschen abgekommen, sollte man wieder machen. Also, ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Winter habt. Kommt gut um mich. Kommt gut hinüber über diese Zeit. Bleibt gesund natürlich. Lasst unsere Vögel brav füttern. Das ist immer schön, ist ein wunderschönes Erlebnis. Und es ist sicher nicht egal. Also dieser Überzeugung bin ich. Jeder, der einen Garten hat, einen Naturgarten, ist eine Art Arche. Und auf das darf man da auch ein bisschen stolz sein. Also, ciao, pfiat euch bis zum nächsten Mal.